Hallo und schön, dass du dabei bist bei einem neuen Video von mir. Es gibt heute einen DM-Haul. Und ja, ich habe hier ein Riesenpaket vor mir stehen. Ihr habt es im Thumbnail bestimmt eh schon gesehen. Und ich habe wieder einige Produkte nachgekauft. Es sind ein paar Neuheiten für mich dabei. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Zum ersten habe ich ein Produkt gekauft, was für mich definitiv neu ist. Und zwar ist das von Balea, der pflegende Sea Salt Spray mit Zwei-Phasen-Formel. Das Produkt sieht so aus. Ich war einfach auf der Suche nach einem Produkt bzw. einem Spray, der was Feuchtigkeit für meine Haare gibt, der einfach dazu da sein soll, dass ich mir die Haare jetzt nicht unbedingt nass oder so machen muss, sondern einfach nur einsprühe, damit sie ein bisschen feucht sind und dann die Haare mit meinen Lockenstyler mache. Denn der Lockenstyler funktioniert sowas von gut, einwandfrei und ja, ich finde es wirklich richtig praktisch, damit meine Locken zu machen, denn da brauche ich jetzt nicht irgendwie ewig sitzen mit dem Lockenstab, mit dem heißen Lockenstab das zu machen. Und ja, finde das eigentlich eine richtig, richtig tolle Idee. Ich bin auch immer überlegen, ob ich da mir mal Nachschub hole und einfach um etwas dickere oder dünnere Locken noch zu machen. Mal sehen, ob ich da was finde. Auf jeden Fall soll dieses Spray für meinen Lockenstyler sein. Ich wollte einfach so ein Produkt haben, habe dann das hier entdeckt und fand das einfach perfekt. Denn das ist für natürliche Beach Waves. Und ja, ich glaube, wenn die Haare einfach so ein bisschen feucht sind und dann du dir den Lockenstyler reinmachst, müsste das auch ganz gut funktionieren. Ja, mal sehen, wie der so duftet. Oha! Wisst ihr, wie der riecht? Ich glaube, wir kennen alle dieses Duschgel, das, wie nennt man das schnell? Aftersun Duschgel, genau, das so wirklich riecht nach Urlaub, Strand, Meer und das riecht eigentlich genauso. Und ich liebe den Duft. Vor allem erinnert er mich immer an die Urlaubszeit und ja, finde ich richtig gut. Das sieht auf jeden Fall so ein bisschen ölig aus. Mal sehen. Urlaubsfeeling auf dem Haar. Kreiert einen matten, natürlichen Look und Wellen wie am Strand. Ohne strapazierten Haar. Gut schütteln, damit sich die Phasen vermischen. Auf das Handtuch trockene Haar sprühen. Danach für einen natürlicheren Look entweder Luft trocknen lassen oder für mehr Volumen trocken föhnen. Kann auch auf das trockene Haar gesprüht werden, um zum Beispiel Locken mit dem Lockenstab ein natürliches Finish zu verleihen. Dann nach ewigen Hin und Her und Überlegungen habe ich es jetzt endlich getan. Ich habe mir den Got2be Sprühkleber geholt. Ich war mir immer ein bisschen unsicher und ich habe ihn mir deshalb nicht geholt, da er einfach vom Preis her ziemlich stolz ist, im Gegensatz zu meinem allerliebsten Haarspray, den ich mir übrigens auch gekauft habe. Und zwar ist das von Syoss der Max Hold. Alle, die meine Videos schauen, wissen, dass das mein allerliebstes Haarspray ist. Ich wollte den aber jetzt trotzdem mal austesten. Ich habe zwar gehört, dass der schon sehr extrem ist und man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Ich will ja nicht meine Haare zukleistern bzw. verkleben. Einerseits habe ich dann viel Gutes darüber gehört, also ich war so ein bisschen zwiegespalten und jetzt habe ich ihn mir einfach geholt. Ja, falls der nichts ist, habe ich trotzdem noch den hier mir bestellt, denn das ist mein allerliebstes Haarspray. Der funktioniert schon jahrelang gut bei mir und mein Mann ist auch total zufrieden damit, auf jeden Fall in der Farbe Grün, in Max Hold in der Stärke 5. Ja, und das ist halt ein Haarspray. Und das ist ein Haarlack für ultra starke Looks. Krasser Halt. Vegane Formel, recycelbare Aluminiumdose. Ich werde das auf jeden Fall testen und euch spätestens in einem aufgebrauchten Video davon berichten. Beziehungsweise schreibt mir mal in die Kommentare, was euer liebstes Haarspray ist. Ich finde die von Balea nicht so gut. Ich weiß nicht. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Und da ich schon bei Got2be unterwegs war, habe ich den mir jetzt endlich auch mal geholt. Den habe ich auch, ich weiß nicht schon wie oft, im Warenkorb gehabt und habe ihn dann wieder entfernt. Ich weiß nicht, ich finde die Produkte halt ein bisschen zu überteuert. Und ja, ich mag ja eigentlich sehr gerne diesen Got2be Augenbrauenformer bzw. das Gel. Und ich weiß, dass sehr viele
als Ersatz das hier verwenden und ich habe mir gedacht, ich probiere das mal aus. Denn dieses Augenbrauenprodukt ist auch nicht gerade so günstig und ich glaube, dass man damit dann ein bisschen besser fährt, beziehungsweise ja, mal sehen, wie das so im Endeffekt ist. Das ist halt schon eher mehr so eine extrem dicke Konsistenz. Ja, mal sehen. Ist ein wasserfestes Styling Gel für ultra starke Looks und krasser Halt. Und besteht hauptsächlich aus Wasser und Alkohol. Und halt mich für verrückt, aber ich habe so etwas nicht zu Hause. Und zwar einen Lockenkamm. Und da ich in letzter Zeit schon sehr häufig Locken trage, habe ich mir gedacht, ich lege mir jetzt endlich mal einen zu. Das ist ganz normal einer von Ebelin. Das ist jetzt auch so ein ganz normaler Kunststoffkamm. Ja, da man halt mit so einem Lockenkamm einfach schöner die Locken auskämmen kann. Ich habe das bis dato jetzt immer mit einem ganz normalen Kamm gemacht. Und zwar den von Tangle Teaser. Und das ist halt schon extrem. Da bürste ich mir die Locken schon extrem aus, obwohl mir meistens dann trotzdem das Endergebnis ganz gut gefällt. Aber auf jeden Fall wollte ich den unbedingt haben und deswegen dürfte jetzt endlich einer bei mir einziehen. Dann, wie soll es auch anders sein? Ich habe mir Wattepads geholt. Und zwar einmal hier die ganz normalen 140 Stück Wattepads von Ebelin und einmal hier die Maxi-Wattepads. Da verwende ich immer die ganz normalen, nicht die super soften, denn die finde ich, weiß ich nicht, einen Tick praktischer. Und dann habe ich noch diese Thermosohlen mir besorgt. Und zwar mache ich das immer so, dass ich in meinen extrem warmen Schon eine Thermoeinlage noch dazu gebe und die wechsle ich immer einmal im Jahr aus. Ja, und ich finde, jetzt ist es wieder Zeit geworden und ich habe einmal hier die Größe 38-39 für mich gekauft und dann habe ich einmal hier noch die Thermosohlen gekauft für meine Tochter. Das ist jetzt 36-37, kleiner gibt es die einfach nicht und ich muss mal schauen, ob ich die reinbekomme, wahrscheinlich nicht, aber dann schneide ich mir die einfach ein bisschen zu. Dann habe ich es endlich entdeckt und zwar war ich schon immer ein bisschen so auf der Suche nach einem Shampoo plus Spülung in einem Produkt. Gerade wenn man so Urlaub macht, mal einen Tag wo unterwegs ist oder auch für den Sommerurlaub, Winterurlaub. Es geht für uns demnächst ein paar Tage in einen Skiurlaub, für 3 Tage zumindest. Und da finde ich halt es einfach praktischer, wenn man nicht 2 Tuben mitnehmen muss, sondern alles in einem hat. Ich bin sonst jetzt nicht großartiger Fan von so Produkten, wo die Spülung gleich inkludiert ist im Shampoo. Denn meistens werden die Haare dadurch dann sehr fettig, wenn man die Spülung auch am Ansatz aufträgt, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber im Endeffekt kann ich mir das Produkt sehr gut für meine Tochter vorstellen, denn bei ihr, sie hat nicht fettigen Ansatz oder so. Da kann ich mir das ein bisschen besser vorstellen. Aber das soll jetzt mal in erster Linie dazu sein, wenn wir auf Reisen im Urlaub oder so fahren, dass wir uns nur ein Shampoo, Spülung mitnehmen müssen. Ich habe aber auch schon des Öfteren gehört, dass diese L'Oréal Paris Elvital Color Glanz 2-in-1 Serie sehr gut sein soll. Eine neue, weitere Neuheit für mich ist von CD. Dieser Deo-Stick hier und ich bin etwas pingelig, was Deos betrifft, denn für mich muss das einfach passen. Vor allem bei Sticks, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, mir haben da die Inhaltsstoffe recht gut zugesagt, ist ein 48 Stunden, haha, 48 Stunden, egal, ist ein 48 Stunden Deo-Pflegestick mit Wasserlilie, ohne Mikroplastik, ohne tierischen Inhalt und ohne synthetischen Farbstoffen. Das riecht, wow, das riecht richtig, richtig angenehm. Ich denke jetzt mal nicht, dass das so das perfekte Deo für den Sommer ist, aber jetzt zur kalten Jahreszeit oder an nicht so anstrengenden Tagen kann ich mir das vielleicht ganz gut vorstellen. Ich werde das auf jeden Fall austesten, denn ich möchte ein bisschen von den Rexona Deo Sticks weg, wenn es möglich ist. Also an extrem heißen Tagen, der vielleicht auch noch anstrengend ist, verwende ich auf jeden Fall den Rexona Stick, aber da gefallen mir halt die Inhaltsstoffe wirklich gar nicht so gut, aber es ist trotzdem vom Stick her der allerbeste Schutz aus der Drogerie. Dann gab es ein neues Balea Men Duschgel für meinen Mann. Das ist eine Limited Edition Natural Escape 3-in-1 für Körper, Gesicht und Haar. Diese Duschgels verwendet er gerne für die Arbeit und ist mit würzig frischem Duft.
Das riecht auch richtig gut. Ich weiß nicht, die Männer-Duschgels sind, finde ich, immer richtig, richtig gut. Aber auch da ist es so, dass der Duft innerhalb Sekunden verfliegt und wenn du aus der Dusche rausgehst, ist meist der Duft schon wieder weg. Was mich überhaupt nicht stört, denn nach dem Duschen will ich eigentlich eher entweder einfach nur ein Deo auftragen oder gar nichts oder halt ein Bodyspray. Und da bin ich immer recht froh, wenn dann das Duschgel nicht so extrem duftet. Des Weiteren habe ich mir etwas nachgekauft und zwar diese Gliss Hair Repair Haarkur von Schwarzkopf. Das ist die Total Repair Express Hair Repair Spülung und zwar für strapaziertes und trockenes Haar, so wie bei mir. Für Reparatur und sofortige Kennbarkeit flüssiges Keratin plus Blütennektar ist so ein Must-Have-Produkt für meine Haare und kommt immer nach meiner Haarwäsche in meinen Haaren. Und funktioniert auch einwandfrei. Ich habe zum Ende des Jahres eigentlich gar kein Jahresfavoritenvideo gedreht. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob das schon zu spät ist. Aber ich glaube schon. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr so ein Jahresfavoritenvideo noch haben möchtet, wo ich einfach zeige, was meine allerliebsten Pflegeprodukte sind und vielleicht auch eins, was meine allerliebsten Make-up-Produkte sind. Das Letzte sind dann alles eigentlich nur mehr Nachkaufprodukte. Genau, und so habe ich einmal hier wieder mal den Balea 2-Phasen-Make-up-Entferner nachgekauft. Der in ölhaltig, ist ja klar. Für wasserfestes Make-up, pflegt die Wimpern und ist parfümfrei. Und ich glaube, da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Und genauso wie hier, bei dieser Urzeitkram Whitening Fresh Toothpaste, Fresh Mint, ja, teilweise kann ich es auswendig. Und ja, das ist auf jeden Fall ohne Fluoride, ist vegan und mit 100% Natural Origin und hat einen Whitening-Effekt, was mir immer sehr wichtig ist, da ich sehr, sehr, sehr viel Kaffee trinke. Und natürlich wirkt sich das auch sehr auf meinen Zähnen aus. Die letzten zwei Produkte sind einmal ein Standardprodukt, was ich auch regelmäßig oder halt immer wieder mal nachkaufe. Und zwar einmal hier diese Allzwecktücher von Denk mit in der Duftrichtung pure frische Duft und ja, die gehen eigentlich immer. Und zu guter Letzt habe ich die Denk mit Bildschirmtücher noch gekauft, einfach da ich die regelmäßig brauche für meinen PC bzw. Laptop und auch ab und an für den Fernseher. Hier sind 20 Tücher drinnen, ich muss da aber trotzdem immer, ja, ein bisschen aufpassen. Normalerweise trocknen mir die trotzdem immer wieder aus, obwohl hier eh schon zu wenig drinnen ist. Also wie gesagt, 20 Stück. Aber so häufig mache ich das dann auch wieder nicht, obwohl es mein Laptop des Öfteren notwendig hätte. Ja, meine Lieben, das war's mit meinem DM-Haul. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ihr eins dieser Produkte zu Hause habt und wie ihr die so findet. Und vielleicht hast du ja einen anderen oder weiteren Deo-Tipp für mich. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mich das gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.